Hallo zusammen, willkommen zum Workshop Welche Prototypen braucht die Schweiz? Ich begrüße Florin und Niki. Sie sind beide von opendata.ch. Niki ist Geschäftsführerin, Florin ist Programmmanager und sie beide managen den Prototype Fund, um den es heute auch geht. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Vorbereitung und wir freuen uns auf einen spannenden Workshop mit euch beiden. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, es ist jetzt nur so, dass ich die User nicht sehe, die drin sind, oder hat es nicht geklappt mit dem Transfer quasi? Also falls gewisse von euch sozusagen den Livestream gerade anschaut, bitte bewegt euch rüber zu Big Blue Button. Es gibt unten zwei Knöpfe, und soviel ich weiß, ist der rechte davon da, um Teil der Diskussion zu werden. Da wir einen interaktiven Workshop planen, wäre das super wichtig, dass ihr nicht aus der Distanz zuhört. Genau. Fange sonst mal an und hoffe, dass sich noch die eine oder andere Person rüber bewegt in den Big Blue Button Raum. Wie Niki gesagt hat, sollte der Link da sein. Ja, genau. Also, wie schon gesagt, wir sind heute hier, um gemeinsam die Frage zu beantworten: Welche Prototypen braucht die Schweiz? Genau, wenn wir uns so ein bisschen die Landschaft anschauen. Es gibt die Wikipedia, es gibt OpenStreetMap, es gibt GiveDirectly. Für die, die es nicht kennen, das ist dann ein Spendentool, wo man 1:1 Personen Geld überweisen kann, vor allem im globalen Süden. Man sieht eben, technologische Tools können gesellschaftliche Probleme lösen oder zumindest dazu zu einer Lösung beitragen. Und so dann auch Mehrwert schaffen. Um solche Anwendungen zu entwickeln, braucht es unter anderem Experimentierräume, aber vor allem braucht es Geld. In der Schweiz fehlt das beides oft. Und da kommen wir ins Spiel als Prototype Fund. Wir füllen diese Lücke so ein bisschen und wir fördern Upgrades für die Schweizer Demokratie. Bei uns kann man sich bewerben, wenn man eben angenommen wird, hat man 6 Monate Zeit, seine Idee vom Konzept bis zum ersten Prototyp weiterzuentwickeln und wir unterstützen euch dann mit Workshops, mit Coachings, unserem Netzwerk und natürlich last but not least mit Geld. Wir verstehen uns, wie gesagt, als Experimentierraum, wir fördern Lern- und Fehlerkultur, arbeiten menschenzentriert als Programm, aber auch in der Entwicklung der Tools, sind interdisziplinär und offen grundsätzlich. Das bedeutet, alle Tools, die wir fördern, sind Open Source und wir arbeiten und veröffentlichen Open Data. Genau, die letzten 2 Jahre haben wir jetzt Civic Tech Projekte unterstützt, das heißt Projekte, die politische Partizipation fördern. Insgesamt haben wir in den letzten 2 Jahren 11 Projekte unterstützt. Die findet ihr auf unserer Webseite. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Genau. Wir glauben aber, dass es noch ganz viele andere spannende Ideen und Projekte draußen gibt, neben Civic Tech und Ideen, die politische Partizipation fördern. Es können irgendwie Ideen sein von Umwelt bis Diversity, Data Literacy oder Privacy. Und darum sind wir heute hier, um uns gemeinsam mit euch zusammen zu überlegen, welche Themen und Projekte wir uns zukünftig widmen wollen. Und dafür gebe ich gerne weiter an Niki. Ja, heute haben wir 4 Etappen vor. Florin, könntest du noch einen Schritt weitergehen bei den Slides? Und zwar wollen wir uns zuerst überlegen, welche gesellschaftlichen Probleme beschäftigen uns? Also das interessiert uns auch aus dieser Community. An welchen Themen seid ihr dran? Wo
Wofür schlägt euer Herz? Was erachtet ihr als relevant? Dann priorisieren wir diese Probleme und gehen bei Einzelnen weiter und überlegen uns, was wären denn mögliche Lösungsansätze, die es noch nicht gibt, an denen wir arbeiten wollen würden. Dann können wir dort eventuell nochmals schauen, wo so die Prioritäten sind aus Sicht vom Prototype Fund und auch nochmals überlegen, wenn wir Zeit haben, welche Lösungen gibt es denn bereits in diesen Bereichen? Also was müssen wir nicht neu erfinden? So viel zum Ablauf. Nun, bevor wir loslegen, stellt sich die Frage, ob hier noch ein paar Leute dazukommen, sonst würden wir wahrscheinlich unser Format das ändern und das einfach in eine Diskussion umwandeln. Dann würde ich vorschlagen, Nielsen, ja, also was jetzt keine Leute mehr rüberkommen, Florin, was hältst du davon, wenn wir einfach eine Diskussion sonst machen zu diesen Themen? Ja, also insofern, dass noch Leute da sind, ja, oder dass Leute da sind. Genau. Könnt ihr uns da schon Zeichen geben, die Leute, die hier auf Big Blue Button sind, ob ihr für eine Diskussionsrunde zu haben wärt? Also ich schon, ja. Andreas, und der Moderator, ja. Das ist doch schon mal schön. Ja, schade. Also kannst du irgendwie sehen, ob Leute im, also vielleicht ist auch gar niemand im Stream. Also es gibt irgendwie generell genau kein Feedback, oder ist es so, dass die es einfach irgendwie nicht in den Raum geschafft haben? Ja, also ich habe es jetzt mal im Chat gepostet, den wir sonst haben für die Fragen. Da, ja, da sind zwar ein paar Leute da, aber es ist jetzt auch niemand dazugekommen in letzter Zeit. Und ich habe es da gepostet, dass die Leute bitte in den Big Blue Button Raum kommen. Ja, die Leute kommen und verschwinden dann wieder. Jetzt sind es wieder zwei wenige. Es ist ein bisschen schade, also die Leute hier im Raum haben gesagt, sei heute Morgen schon mal so gewesen. Okay. Ja, aber gut, ja. Dann brechen wir das doch ab, oder? Also, ich weiß nicht, also, ich denke, es macht. Also, und die einzige Person, die noch da ist, hat geschrieben, ich schaue nur. Also, dementsprechend ist dann. Ja, das ist aber schade, ne? Ja, also wir können schlecht einen interaktiven Workshop machen ohne Leute. Ja, natürlich, ja. Genau. Was meinst du, Niki? Ja, sehe ich auch so. Dann schaffen wir es hoffentlich in einem anderen Kontext, etwas Ähnliches umzusetzen. Eventuell können wir das ja auch noch planen mit der digitalen Gesellschaft. Aber jetzt so in diesem heute habe, glaube ich, lohnt sich das nicht. Jetzt kommt Oleg dazu, den kennen wir gut. Mit dem können wir uns sonst auch privat noch austauschen. Genau. Alright. Ja, also passt das für dich, Andreas? Dann würden wir einfach... Ja, natürlich. Also ich sehe es, aber es tut mir wirklich leid. Ne? Ihr habt ja sicher auch viel investiert in die Vorbereitung und ich finde es ein interessantes Thema. Der Omega, alles klar. Das ist auf der Twitter-Bio, habe ich gesehen. Easy, ja, das ist doch gut. Naja, aber dann vielleicht, eben, genau, können wir den Workshop irgendwie machen, wir dann mal anders, ein anderes Mal. Schon gut. Weil dann gehe ich jetzt, dann gehe ich jetzt was essen. Ja. Right. Ja, na gut, Niki, in dem Fall. Ja, danke fürs Hosten, Andreas. Und bis bald hoffentlich. Und ja, doch. Also wäre schon schön, wenn wir es nachholen könnten. Ja, also. Vielleicht unter besseren Bedingungen. Vielleicht sonst Kire feedbacken oder so. Und dann können wir es vielleicht noch irgendwann kriegen. Vielleicht können wir es noch an einem Stammtisch oder so irgendwie da einbinden. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.
Ja, genau, ja. Das ist super. Boah. Ich weiß ja gar nicht, wenn da der nächste ist, aber genau, aber wer wäre vielleicht noch was? Ich habe noch keinen nächsten gesehen. Ja. Easy. Ja. Schreiben wir auf jeder. Schon mal kannst du super. Und sonst melden wir uns bei ihm. Alright. Ja. Also dann trotzdem noch einen schönen Abend euch. Danke. Und hoffentlich auf ein andermal. Tschüss.